Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Heute beschäftigen wir uns mit dem 48mm Koso Tacho. Das wollten wir eigentlich vor dem Drehzahlmesser machen. Das hat leider nicht ganz so gut geklappt, denn als wir uns das erste Mal damit beschäftigt haben und geschaut haben, war die Frage, wie und wo kriegen wir das Signal her, und zwar so, dass es vernünftig hält. Wir haben uns lange hingesetzt, haben viel die Köpfe rauchen lassen und sind zu einer Lösung gekommen, die, wie wir finden, recht gut funktioniert. Und die wollen wir uns heute mal im Detail anschauen. Doch zuallererst schauen wir uns den Lieferumfang an. Neben diversen Halterungen, Schrauben, Magnete und dem Sensor sowie dem Tacho haben wir hier auch wieder die berühmten und vor allem berüchtigten Stromdiebe. Diese benutzen wir nicht. Im Zweifel schaden sie mehr, als dass sie helfen. So viel dazu. Beginnen wir mit dem Einbau. Dazu brauchen wir Platz. Also bauen wir Sitzbank, den Tank und den linken Seitendeckel ab. Wenn wir schon hier an der Seite sind, nehmen wir gleich die Batterie raus. Folgenden Satz kennt ihr sicherlich schon von uns. Bei Arbeiten an der Bordelektrik immer die Batterie abklemmen, um Kurzschlüssen vorzubeugen. Die Tachowelle brauchen wir auch nicht mehr. Wer mag, kann auch den Antrieb dahinter entfernen. Allerdings sollte hier die Bohrung mit einem Stopfen verschlossen werden. Auch der alte Tacho muss weichen. Die Tachobeleuchtung ziehen wir ab. Dieses Kabel kann ebenfalls entfernt oder isoliert werden. Hier könnte man aber auch andere Spielereien anschließen. Die Tachowelle wird ebenfalls gelöst und rausgezogen. Löst dann den Halter an der Aufnahme. Den Halter selbst brauchen wir gleich wieder, wenn ihr euch nicht dazu entscheidet, diese Schelle am Lenker zu befestigen. Das wäre dann eine alternative Befestigung. Den Halter brauchen wir, weil der kleine mitgelieferte Halter nicht richtig passen würde. Dabei wird das Kabel so abgeknickt, dass es langfristig zu Problemen kommen kann. Den Tacho lösen wir von dem Halteblech. Vom alten Tacho können wir auch die Hülle wieder benutzen. Oder man nimmt eine neue. Aber wer es gerne glänzend möchte, lässt sie einfach weg. Dazu aber später mehr. Bei der Gelegenheit machen wir die alten Bauteile, die wir wieder benutzen, sauber. Bleiben wir aber kurz bei der Halterung. Damit diese gut sitzt, muss die Bohrung verjüngt werden mit dieser Hülse. Schraube mit U-Scheibe und Halter werden dann eingesteckt und mit der Mutter verschraubt. Zurück zur Hülle. Wir wollen diese wieder einbauen, um zumindest den ersten Eindruck des Originalen zu erhalten. Kleiner Tipp, nutzt etwas Sprühöl bei der ersten Montage der Hülle. Sie muss später wieder runter und das geht deutlich einfacher mit etwas Schmierung. Die Hülle wird dann aufgeschoben. Markiert euch die Unterkante vom Tachogehäuse an der Hülle. Dort muss die Hülle ganz oder zur Hälfte gekürzt werden. Wir benötigen den Platz für den Halter. Der Tacho sollte dann wieder entfernt werden, damit beim Schneiden nicht die Kabel beschädigt werden. Drückt dabei bitte nicht auf diese beiden Taster, die können das wahrscheinlich nicht ganz so gut ab. Wir schneiden dann den Überstand ab und nähern uns dabei immer weiter der Markierung. Mit etwas Schleifpapier bringen wir alles auf Maß. Die Hülle kann jetzt wieder aufgeschoben werden und der Tacho ist bereit für die Montage am Halter. Steckt den Halter auf, mit den beiden Unterlegscheiben kann dann alles verschraubt werden. Alles zusammen wird dann wieder an das Moped geschraubt. Vorsicht bitte beim Festziehen, das Gewinde in der Telegabel ist aus Alu und hält entsprechend wenig aus. Zieht also behutsam an. Jetzt müssen wir die Kabel verlegen. Allerdings sind diese sehr kurz und reichen nicht bis in den Herzkasten. Habt dabei immer den Lenkwinkel im Hinterkopf. Das Kabel darf nicht zu stramm verlegt werden. Wir haben uns daher entschieden, alles unter dem Tank zu verkabeln. Bedeutet aber, dass wir wieder Kabel verlängern müssen. Alternativ könnte man es auch im Scheinwerfer verkabeln, aber ums Verlängern kommen wir trotzdem nicht herum. Auf den Kabelenden vom Tacho benötigen wir Flachstecker, am roten, schwarzen und am braunen Kabel. Das grüne isolieren wir mit etwas Schrumpfschlauch. Es ist für die Tankanzeige. Da wir sowas nicht haben, brauchen wir es auch nicht. Jetzt brauchen wir noch die Verlängerung. Hier haben wir ein rotes Kabel mit einem Flachstecker und einem Doppelanschluss, ein braunes Kabel mit denselben Anschlüssen wie das rote und als letztes ein schwarzes mit Flachstecker und Ringöse. Das Rote kommt auch mit dem Roten zusammen. Diese Steckverbindung muss isoliert werden. Hier läuft gleich Dauerstrom entlang. Braun an Braun und auch dieses muss isoliert werden. Hier befindet sich geschaltetes Plus. Als letztes Schwarz an Schwarz. Das kann, muss aber nicht isoliert werden. Es ist die Masseverbindung und könnte theoretisch auch direkt an den Massepunkt vorne angeschlossen werden. Alle Kabel wandern dann in den Herzkasten. Am Massepunkt, dabei ist es egal ob hier oder oben, legen wir das schwarze Kabel auf und verschrauben es. Jetzt müssen wir einmal an das Zündschloss. Dazu lösen wir es. Da wir eine fliegende Sicherung verbaut haben, müssen wir an Klemme 30. Das Kabel ziehen wir ab und ersetzen es mit dem roten, an dem sich der Doppelstecker befindet.
Das Abgezogene stecken wir hier auch wieder auf. Achtet aber darauf, dass der Extrakontakt nicht mit der Unterseite des Zündschlosses in Kontakt kommt. Ansonsten haben wir hier einen ordentlichen Kurzschluss. Dasselbe machen wir an Klemme 1551. Ein beliebiges Kabel abziehen und das braune mit Doppelstecker aufstecken. Das Abgezogene ebenfalls wieder aufstecken. Das Zündschloss darf dann wieder eingebaut werden. Verlegt die Kabel im Herzkasten und fixiert diese, wenn nötig, mit einem Kabelbinder. Jetzt wird's lustig. Wir kommen zu dem Punkt, über den wir eine Weile nachdenken mussten. Als erstes, hier gibt es eine Extrahalterung, die man sich zusätzlich bestellen kann. Sehr praktisch, aber die haben wir natürlich nicht da. Also improvisieren wir einfach mal ein bisschen und nutzen diese Halterung ein anderes Mal. Das große Problem an der Stelle sind aber die Magnete. Der Sensor braucht diese, um damit die Geschwindigkeit zu ermitteln. Viele verkleben diese an der Narbe. Allerdings finden wir das nicht so elegant. Mal abgesehen davon, dass sich hier auch mal was lösen könnte und so ein Magnet dann unkontrolliert durch die Gegend fliegt. Wie dem auch sei. Wir haben eine Lösung gefunden, die wir ganz gut finden und euch deshalb heute zeigen und vorstellen möchten. Dazu muss das Vorderrad ausgebaut werden. Wir haben den Vorteil bei diesem Tacho, dass er mit bis zu 6 Magneten arbeiten kann. Es reicht aber für eine Funktion bereits ein Magnet. Dann reagiert er aber etwas langsamer. So, lasst den Fusch beginnen. Also, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Und das liegt daran, dass der Tacho eigentlich ein universelles Bauteil ist. Korrekt. Normalerweise soll es an die Scheibenbremse und dort einfach in den Innensechskant reingesteckt werden. Also diese kleinen Magnete, die mitgeliefert werden. Das funktioniert hier natürlich nicht. Allerdings haben wir hier im Vorderrad der Simson 3 ungenutzte Nocken und außerdem noch schön versteckt unter einem dünnen Aluminiumdeckel. Und das werden wir uns jetzt zunutze machen. Dort werden wir die Magnete verstecken und zwar ohne zu kleben. Wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Aber einfach reinlegen funktioniert leider nicht. Auch werden wir hier nicht mit Kleben arbeiten. Der Grund dafür ist recht einfach erklärt. Zwischen Sensor und Magnet dürfen maximal 8 mm Platz sein. Das müssen wir irgendwie gewährleisten und einstellen. Wir haben uns ein paar Madenschrauben in der Größe M10x10 besorgt. Diese werden wir hier jetzt einbauen. Damit haben wir das Rad dann schön gedrittelt. Da die drei Nocken innen etwas konisch zulaufen, bohren wir hier mit einem 9 mm Bohrer alles etwas aus, aber nicht durch. Anschließend schneiden wir ein M10-Gewinde in alle Nocken. Macht das bitte nicht mit Gewalt. Testet, ob die Madenschrauben überall passen. Über diese können wir gleich recht einfach die Höhe einstellen. Aber die Magnete passen hier auch noch nicht rein. Dazu bohren wir die Madenschrauben auf, aber nur zur Hälfte. Das machen wir mit einem 6,5 mm Bohrer. Wir haben noch genug Innensechskant, um die Madenschraube ein- und auszudrehen und der Magnet findet ausreichend Platz. Wenn er etwas kippelt, ist das nicht schlimm. Schraubt alles ein und passt die Höhe der Madenschraube so an, dass die Magnete so nah wie möglich am Deckel sind, aber nicht an diesem Schleifen. Messt dann die Höhe oder merkt euch die Umdrehung der Madenschraube. Nehmt diese raus und macht einen Tropfen hochfeste Schraubensicherung drauf. Testet anschließend nochmal, dass hier nichts schleift. Unsere Magnete haben eine Höhe von ca. 2,5 mm. Wir könnten, während die Schraubensicherung trocknet, schon mal den Sensor vorbereiten oder gemütlich einen Kaffee trinken. Um den Sensor in Position zu bringen, messen wir von außen bis zur Mitte des Magneten. Ungefähr 24 mm sind das. Baut das Rad wieder ein, vergesst nicht, die Bremse dabei zu zentrieren. Die Klemmschraube fehlt noch, das ist auch gut so. Hier wird gleich der Halter für den Sensor verschraubt. Mitgeliefert werden diese beiden Halter. Einer mit einem M10-Langloch und einer mit einem M8. Den nehmen wir auch. Setzt die Klemmschraube ein. Mit dem Haltewinkel vom Luftfilterkasten des Star können wir den Halter hier befestigen. Setzt die beiden Halter wie gezeigt zusammen. Wer mag, kann auch hier noch eine kleine Hülse einlegen, damit der Halter besser auf der M6-Schraube passt. Das zusammen wird auf die Klemmschraube gesteckt und wir können den Sensor ausrichten. Der Mittelpunkt von der Sensorhalterung, hier, muss jetzt den Abstand zur Außenkante haben, den wir vorhin gemessen haben. Ungefähr so sollte es dann sitzen. Hier kommt es aber auch nicht auf einen Millimeter an. Schiebt dann den Sensor so nahe wie möglich ein und sichert ihn mit der oberen Madenschraube. Das Kabel sollte dabei zur Telegabel und nach oben zeigen. Verlegt es nach oben und lasst dabei etwas Luft am Faltenbalg, damit die Telegabel ohne am Kabel zu ziehen ein- und ausfedern kann. Steckt den vorgefertigten Stecker zusammen. Achtung, der passt auch nur in eine Richtung. Und behaltet auch hier etwas Luft am Kabel, damit ihr weiterhin frei lenken könnt. Die Batterie wird wieder eingebaut und angeklemmt und der Rest darf auch wieder montiert werden. Zieht die Kabel unter dem Tank vorher mit Kabelbindern fest. Bevor wir den Tacho einstellen können, müssen wir den Radumfang ermitteln.
Dies kann je nach Reifen etwas variieren. Wir markieren uns den Reifen oder nutzen das Ventil als Markierung und machen eine Markierung auf dem Fußboden. Rollt das Moped jetzt so weit vor, dass das Rad genau eine Umdrehung gemacht hat. Auch hier wird wieder eine Markierung gesetzt und anschließend gemessen. 1,63 Meter sind's bei uns. Jetzt können wir den Tacho konfigurieren. Dazu brauchen wir die beiden Taster auf der Rückseite. Da haben wir einmal den Adjust-Button und einmal den Select-Button. Vorher ziehen wir aber schon mal die Folie ab. Macht das nicht am meisten Spaß? Bevor wir einstellen, zeigen wir euch aber noch, welche Modi dieser Tacho mitbringt. Nach dem Selbsttest sehen wir hier die Gesamtkilometeranzeige. Ein Druck auf den Select-Button bringt uns zur Tageskilometeranzeige und noch einmal zur Tankanzeige, die wir nicht haben. Halten wir beide Taster für 3 Sekunden gedrückt, kommen wir in die Konfigurierung. Als erstes müssen wir hier den gemessenen Radumfang in Millimeter angeben. 1630 also. Nach einem Druck auf den Adjust-Button möchte der Tacho wissen, wie viele Magnete wir denn hier verbaut haben. Also in unserem Fall 3. Als letztes können wir noch den Widerstand des Füllstandssensors einstellen. Haben wir nicht, also entfällt das. Jetzt machen wir doch mal einen kleinen Test. Ja, funktioniert. Aber mehr als 20 km/h schafft unser Akkuschrauber nicht. Und? Gefällt dir so ein Tacho? Ja und nein, bin ich ganz ehrlich. Also optisch gibt der schon was her. Mhm. Das sind so die üblichen Dinge, die mich stören. Zum einen, dass das Ganze nicht Plug and Play ist. Die Kabel sind für meinen Geschmack ein bisschen dünn geraten. Ja. Und dann gibt es noch eine Sache, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Und zwar, was ist denn, wenn man das Moped jetzt ein ganzes halbes Jahr lang in der Garage stehen lässt, über Winter und die Batterie wegnimmt? Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt aus dem Bauch heraus vermuten, man muss danach auf jeden Fall den Reifenumfang einmal neu einstellen. Wir haben es gerade zumindest mit einer halben Stunde schon mal ausprobiert. Das heißt, die Batterie eine halbe Stunde abgeklemmt, so wie man das halt macht, wenn man mal eben am Schrauben ist. Und der Tacho hat die ganzen Einstellungen inklusive Kilometerstand, Reifenumfang noch beibehalten. Genau. Ob das jetzt ein halbes Jahr hält, wissen wir nicht. Wenn ihr das wisst, gerne in die Kommentare. Das wäre vielleicht für den einen oder anderen noch eine wichtige Information. Gefällt dir der denn? Ich persönlich finde den sehr gut, wenn er dann zum Moped passt. Also es wäre jetzt nichts für den Uri-Schlitten, bin ich ganz ehrlich. Das stimmt. Da ist allein schon das Kabel, was vorne an der Gabel runterführt, ein bisschen auffällig, ne? Ja. Eure Meinung ist gefragt. Gerne in die Kommentare. Und in diesem Sinne, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Videos wieder. Und bis dahin macht's gut. Ciao.